Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 82, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der CDU, mit dem Titel Hessische Zukunftsagenda KI umgesetzt, Eröffnung des bundesweit ersten KI-Innovationslabors, Drucksache 20-10799. Und es wird eröffnet durch den CDU-Kollegen Honka. Bitte schön. Ja, hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Wissenschaft und Forschung sind uns so wichtig, dass wir nach unserem Setzpunkt gestern heute noch einmal darüber sprechen wollen, und zwar mit einem ganz speziellen Aspekt auf dem Thema KI-Forschung, das heißt künstliche Intelligenz, auf Spitzenniveau bei uns in Hessen. Meine Damen und Herren, wir haben uns eine Digitalstrategie gegeben, und innerhalb dieser Digitalstrategie gibt es auch einen eigenen Bereich, der sich mit der Forschung und der Förderung im Bereich von künstlicher Intelligenz, wie wir es nennen, KI Made in Hessen, beschäftigt. Und diese KI-Zukunftsagenda hat fünf Aspekte, fünf Handlungsfelder. Und über eines davon, die Recheninfrastruktur, wollen wir heute Morgen ganz besonders ein Scheinwerferlicht darauf werfen. Das erste allerdings ist natürlich, das Interesse an KI zu wecken und KI-Kompetenz zu stärken. Grundlage, möchte ich mal sagen. Zweites Handlungsfeld ist, die KI in der smarten Verwaltung entwickeln. Definitiv etwas, dem niemand etwas entgegenstellen kann. Drittens, KI-Innovation und KI-Anwendungen fördern. Und auch darüber haben wir hier schon breiter gesprochen, zum Beispiel über unser Förderprogramm Distral, das ja breit aufgestellt ist, um gerade Innovation zu fördern, aber sie auch in die Wirtschaft zu transferieren. Dann als viertes Handlungsfeld KI-Forschung und Lehre stärken. Hier sind zwei Begriffe, die auch gestern schon einmal gefallen sind, weil sie sind zentral in diesem Bereich, Hessian AI und CVDI. Das eine ist das Hessische Zentrum für künstliche Intelligenz und das andere ist das Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung. Breit aufgestellt, ich komme gleich auch noch einmal darauf zurück. Und dann der Punkt vom Montag, das KI-Innovationslabor und als zweiter Punkt im Bereich Recheninfrastruktur das Zentrum für angewandtes Quantencomputing. Das sind zwei Bereiche, die sich mit ganz Hightech beschäftigen für die Zukunft. Und darüber wollen wir heute Morgen miteinander sprechen. Wir haben am Montag erlebt, dass das KI-Innovationslabor in Darmstadt eingeweiht worden ist. Und das ist auf der einen Seite, sind das rund, wie ich in der Zeitung gelesen habe, 6 Tonnen Technik. Aber das sind auch ganz viele Menschen, die damit beschäftigt sind. Und das Ganze kostet ungefähr 10 Millionen Euro. Und es ist entstanden im Green IT Cube beim GSI Helmholtz Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt zusammen mit Hessian AI. Und da sieht man wieder, was Forschungsförderung bei uns bedeutet. Zusammenarbeiten, leistungsfähige Infrastruktur aufbauen und Kompetenz bei uns in Hessen aufbauen. Das KI-Innovationslabor ist ein Rechner, der in die Top-Liga der Top 300 weltweiten KI-Supercomputer einsteigt und damit beste Voraussetzungen schafft, gerade im Bereich zum Beispiel der medizinischen Forschung bei der Entwicklung neuer Medikamente hilfreich zu sein, sehr hilfreich zu sein. Und wenn neue Medikamente schneller entwickelt werden können bei uns, besser entwickelt werden können, hilft das am Ende sehr vielen Menschen hoffentlich. Ich habe es eben bereits gesagt, der Computer steht im Green IT Cube in Darmstadt, aber jetzt zusammen entwickelt sich dieses Zentrum mit Hessian AI. Und Hessian AI ist ja auch eine große Leuchtturmveranstaltung, die wir geschaffen haben in dieser Wahlperiode. Hessian AI ist auch wiederum ein übergreifendes Projekt. Das ist nicht nur ein Projekt des Digitalministeriums, federführend dort aufgesetzt, aber mit dem Wissenschaftsministerium, mit aber auch dem Wirtschaftsministerium. Und es vereint 13 Hochschulen des unterschiedlichsten Typs in unserem Bundesland, die zusammenarbeiten, die ihre persönlichen Expertisen einbringen und damit die Chance eröffnen, die Forschung in diesem Bereich besser zu machen, als sie schon ist. Wir haben dort uns auch vorgenommen, und wir sind mitten in der Umsetzung, 20 weitere KI-Professuren in diesem Bereich zu schaffen. Wir haben gestern bereits über die Zahlen diskutiert. Und Hessian AI hat einen ganz großen Forschungsschwerpunkt. Das ist die sogenannte dritte Welle der künstlichen Intelligenz. Das heißt, KI-Systeme, die menschenähnliche Kommunikations- und Denkfähigkeiten haben. Und nicht zuletzt, wer die letzten Monate aufmerksam die Zeitung liest, der liest sehr häufig von Programmen wie ChatGPT
und was Microsoft, Bing und wer auch immer noch alles in die Welt gesetzt hat. Und in diesem Bereich sind unsere Forscherinnen und Forscher federführend mit dabei, solche Programme bei uns anzuwenden und zu entwickeln. Und dass sich das lohnt, das Geld, das wir als Land in diesen Bereich investieren, sehen wir auch daran, dass, und insofern könnten wir dann einen kleinen Dank an den Bund richten, dass der Bund dann auch seine Fördermittel, unsere Kompetenz erkennt und seine Fördermittel hier nach Hessen lenkt. Und so hat Hessen AI für diesen Bereich vom BMBF rund 17 Millionen Euro bekommen für das KI-Innovationslabor. Und damit stärken wir die Zukunft der Forschung in Hessen, aber auch für die Wirtschaft, weil der Transfer für uns immer ganz wichtig ist. In diesem Sinne, Herr Präsident, bevor Sie mich rügen, danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit, empfehle die aufmerksame Lektüre all der guten Berichte, die im Nachgang der montaglichen Veranstaltung dazu entstanden sind. Herzlichen Dank. Sehr geschickt, Herr Kollege Honka, sehr geschickt. Herr Fensterhausen ist der Nächste. Ich wollte nur sagen, das klappt jetzt nur beim Hartmut Honka, aber den Nächsten klappt das nicht. Herr Präsident, meine Damen und Herren, lassen Sie uns über KI sprechen. KI gehört seit Jahren zu den wichtigsten Treibern von Digitalisierung und immer öfter übernimmt künstliche Intelligenz menschliche Tätigkeiten. Künstliche Intelligenz revolutioniert heute unsere Gesellschaft wie vor 100 Jahren die Dampfmaschine oder vor 30 Jahren die Gentechnik. Und so ist es tatsächlich längst überfällig, dass die Landesregierung aufgewacht ist und dieses Forschungsfeld endlich auf ihre Agenda gesetzt hat. Aber wer meint, hier nur auf schnellen Profit schielen zu können, und wer meint, die Förderung solle vor allem dafür dienen, möglichst schnell Produkte zur Marktreife zu bringen, meine Damen und Herren, der irrt. Natürlich ist es auch eine technische Herausforderung, und viele Länder haben dort einen gewaltigen Vorsprung. Aber es gilt auch hier, wer meint, Digitalisierung first, Bedenken second, damit einen Plan zu haben, der irrt, und womöglich wird er in einer sehr dystopischen Welt aufwachen. Es darf eben nicht nur bei KI um Geschäftsmodelle und Wettbewerbsvorteile gehen. Wir müssen, meine Damen und Herren, insbesondere bei KI über Verantwortung sprechen. Politik hat eben im Bereich der KI die Aufgabe der Leitplankenbildung. Denn nicht alles, was geht, ist auch wirklich gut. Und wenn Sie mich fragen, wie ich das meine, möchte ich Ihnen ein Beispiel geben. Gentechnik und Klontechnik, die Sprungtechnologie der 1990er Jahre. Sie erinnern sich an das Klonschaf Dolly und die Diskussionen, die dieses Forschungsergebnis ausgelöst hat. Vieles klang vielversprechend, aber wir als Gesellschaft haben uns darauf geeinigt, dass es Grenzen geben soll. Während die Chancen des therapeutischen Klonens zur Heilung von Krankheiten beigetragen haben, gibt es den Konsens, dass das reproduktive Klonen, also das Klonen mit Menschen, ausgeschlossen sein soll. Und diese Entscheidung ist gut und sie ist wichtig. Denn wir wollen keine optimierten Humanoide haben, die wir beliebig geänderten Bedingungen und Anforderungen anpassen können. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Also muss doch Ziel der Forschung im KI-Bereich sein, auch immer Chancen und Risiken zu beschreiben, zu begreifen und auch abzuwägen. Wir Linken fordern daher, dass die KI-Zukunftsagenda nicht nur das technisch Mögliche, sondern eben auch das gesellschaftlich Verantwortliche beschreibt. Und hier hören wir von der Landesregierung kaum etwas. Und der Kollege Hartmut Honka hat auch die Chance versäumt, hier etwas zu sagen. Aber genau das wäre die originäre Aufgabe der Regierung und der Politik. Wir brauchen neben Grundlagenforschung, der Bereitstellung von Forschungsräumen und Wissenschaftstransfer eben auch die Diskussion über das Verantwortbare und deren Grenzen in der Technik. Wir können nicht mit jeder Anwendung wie mit Hessendata nach Karlsruhe gehen, um dort der Regierung die Grenzen aufzuzeigen. Ja, meine Damen und Herren, wir müssen grundsätzliche Fragen klären, und ich möchte mal drei Fragen aufwerfen, und darüber sollten wir uns tatsächlich vielleicht gemeinsam Gedanken machen. Im Zusammenhang mit KI, wer soll denn eigentlich zukünftig Recht sprechen? Wollen wir dies einer vermeintlichen neutralen KI-Instanz übertragen, und gewinnt dann möglicherweise derjenige einen Prozess, der die besseren Algorithmen hat?
Wie schützen wir uns eigentlich vor Meinungsmanipulation und einer immer gläser werdenden Gesellschaft? Sollen in Zukunft der Meta-Konzern wirklich Wahlen entscheiden oder sogar Wahlen ersetzen? Ich meine, der eine oder andere in Berlin wäre vielleicht froh darüber, dass es auf diesem Wege geht. Aber ich glaube, da wären wir wirklich auf dem verkehrten Weg. Und jetzt komme ich mal zu jedem Einzelnen von uns. Wie lange werden wir als Abgeordnete eigentlich noch Entscheidungen treffen? Gemäß einer Studie des spanischen Center of Governance of Change würde ein Viertel der Befragten in Spanien es bevorzugen, dass politische Entscheidungen eher von einer KI als von Politikern aus Fleisch und Blut getroffen werden. Das, meine Damen und Herren, ja, ich stelle es einfach mal in den Raum. Ja? Also diese Perspektive müssen wir doch mal bedenken und müssen auch gucken, wo ist da unsere Verantwortung. Ja, diese Welt mit KI wird eine andere sein als die, die wir bisher kannten. Wie diese aussehen wird, liegt aber an uns. Und dort wird weder blinde Technikgläubigkeit uns weiterbringen wie Maschinenstürmerei. Lassen Sie uns daher die Verantwortung für die Zukunft übernehmen, solange wir es noch können. Die Marktgläubigkeit der Landesregierung bietet hierfür leider keine Gewähr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese Punktlandung auch. Frau Deißler ist die nächste Rednerin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, die künstliche Intelligenz, spätestens seit ChatGPT, kennen wir sie ja alle. Und dabei begleitet sie uns eigentlich im Alltag schon die ganze Zeit. Denn wie entsperren wir unsere Smartphones? Na ja, mit der Gesichtserkennung. Was dahinter steht, ist schlicht KI. Sie ist also in unserem Alltag vollständig angekommen. Und auch da, wo wir sie nicht sehen und manchmal auch nicht verstehen, ist sie uns nützlich. Also wir sind da ja eher vom Team Mut und vom Team Glauben an die Zukunft als Team Angst, auch wenn wir die Risiken sehen. Denn zum Beispiel zur Beschleunigung von MRT-Scans wird heute schon KI eingesetzt oder eben auch zur Erkennung von Melanomen. Das sind Chancen in unseren Augen. Und wir glauben, auch zukünftig wird KI dort noch einen weiteren Stellenwert haben und noch tiefer Einzug in unseren Alltag, in unser Leben finden. Das könnte zum Beispiel das autonome Fahren sein. Aber noch viele andere Dinge wären da möglich. Ich glaube, das Potenzial, das ist für uns heute noch gar nicht zu erfassen. Und Berufe, über die wir uns heute Gedanken machen, die wird es vielleicht morgen gar nicht mehr geben. Beschäftigungsfelder werden sich in Gänze ändern. Sie werden neu kreiert, reformiert und vielleicht manche auch abgeschafft. Das gehört dann dazu. Und da gilt es, die Forschung zu unterstützen. Denn das ist ja ein Prozess, der ist ja gerade im Sein. Der geht ja noch lange voraus, damit wir das Gute der KI eben nutzen können, für uns nutzen können und Herausforderungen bewältigen und ungeahnte Chancen eben nicht liegen lassen. Und das Potenzial dieser Chancen, das haben viele schon erkannt und die preschen davor, so eben China. Aber das Problem bei China ist jetzt, sie teilen eben nicht unser Verständnis von Datenschutz und Menschenrechten. Aber auch die USA sind uns da weit voraus. Um jetzt Anschluss zu halten, ist Tempo notwendig. Und wir benötigen eindeutig, und das ist so der dringendste Punkt bei uns, Personal. Personal für herausragende Forschung und gute Rahmenbedingungen eben nach unseren Wertevorstellungen, um aus Forschungsergebnissen eben auch gewinnbringende Anwendungen zu generieren. Und das Personal ist gerade eines der drängendsten Probleme im Bereich künstliche Intelligenz, denn die KI-Professuren, die wir haben, sind ja eben nicht besetzt. Und dafür, dass Hessen sich so ein bisschen als Schwerpunkt der KI-Forschung sieht, das finden wir ja gut und gerne als Silicon Valley Europas sehen würde und bezeichnet, das begrüßen wir, das wäre ja auch unser Wunsch, unser Traum. Aber dafür befasst man sich so ein bisschen wenig mit den Professuren, die wir ja eben brauchen, weil dahinter auch Menschen stehen müssen. 22 Professuren, davon 20 neue, wurden im Jahr 2021 in der KI-Forschung versprochen für die nächsten 5 Jahre. Real sind es momentan 8. Jetzt ist das natürlich heiß begehrtes Fachpersonal, das ist uns auch klar, bundesweit. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viel es bundesweit gibt, nämlich 208, dann würde ich sagen, ist die Bilanz 8 allein in Hessen doch ein bisschen schwach. Und
die Lösung ist dabei eben auch nicht greifbar und einfach, sondern wir glauben ja, sie muss auf vielen verschiedenen Ebenen getroffen werden. Und da könnte man zum Beispiel anfangen, dass man Englisch als Verwaltungsfachsprache einführt. Man könnte aber auch allgemein erstmal Verwaltungsverfahren vereinfachen. Man könnte über die Digitalisierung mehr Geschwindigkeit reinbringen. Aber auch Wohnraum ist einfach ein Thema für Menschen, die wir aus dem In- und Ausland zu uns nach Hessen locken wollen. Familienfreundliche Beschäftigung in den Universitäten, an den Hochschulen, in den Forschungseinrichtungen. Ganz elementares Thema. Qualifizierungschancen von Nachwuchswissenschaftlern und Wissenschaftlern. Wird da eigentlich genug investiert in Hessen? Wir sagen nein. Wir haben ja im Haushaltsverfahren den Vorschlag gemacht, KI-Promotionsstipendien einzuführen. Aber da waren wir dann leider, sind wir auf Ablehnung gestoßen. Sie sehen also, es gibt noch viel zu tun in dem Bereich. Und man muss ja leider sagen, die Forschung in Hessen ist gut. Sie ist sehr gut, sie ist exzellent. Aber sie ist trotz und nicht wegen der öffentlichen Hand ebenso gut. Und wenn ich vom Personal rede, dann bleibt ein Punkt nicht aus, wenn wir über künstliche Intelligenz reden. Und das ist künstliche Intelligenz reden, das ist eben der MINT-Bereich. Die MINT-Bildung ist zu schlecht bei uns. Das muss man, glaube ich, auch anerkennen. Deswegen fehlen diese eben Menschen. Wir müssen mehr Leute dafür begeistern. Wir müssen mehr Voraussetzungen schaffen, dass auch Ausgründung aus guten Ideen aus der Forschung und der Wissenschaft möglich ist. Wir brauchen mehr Technologietransfer. Wir brauchen einen leichteren Zugang zum Kapital, denn auch all das gehört dazu zur Forschung. Irgendwas muss man mit diesen Ergebnissen machen. Und wir brauchen eine Reform der Förderrichtlinien. Wir müssten es schaffen, den Hirschfaktor einzuführen für Technologietransfer und eben so mehr Anreize schaffen. Vielen Dank. Danke sehr, Frau Deißler. Für die Fraktion der AfD erteile ich Herrn Lichert das Wort. Danke sehr, Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Damen und Herren. Die Landesregierung soll natürlich mal wieder hier ordentlich gefeiert werden. Dafür gibt es diese Aktuelle Stunde der CDU. Und jetzt schauen wir uns mal die hessische Zukunftsagenda KI ein bisschen näher an. Ich glaube, es lohnt sich. Zunächst muss ich ja zugeben, dass wir möglicherweise hier in Hessen wirklich einmal vorne liegen. Ja, also die Möglichkeit sehen wir als gegeben an. Vielleicht klappt es ja sogar mit der Marke KI Made in Hessen. Frau Ministerin, die scheint Ihnen ja besonders am Herzen zu liegen. Und dann schauen wir mal, also mit dem Silicon Valley Europas, also da wäre ich jetzt noch ein bisschen zurückhaltend, aber naja, wir wollen ja nicht unken. Schauen wir mal einen Blick, werfen wir einen Blick auf die Fakten. Und dazu gehört ja auch, dass im Prinzip die Vorgeschichte des Zentrums, ja, mit 2019, mit der Gründung des Zentrums für verantwortungsbewusste Digitalisierung, CVD, beginnt. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit ab von dem hippen Hessian AI und dem KI-Forschungslabor. Aber ich denke, das ist es nicht. Denn am Montag dieser Woche hat der Deutsche Ethikrat seine Stellungnahme Mensch und Maschine – Herausforderungen durch künstliche Intelligenz veröffentlicht. Also gutes Timing. Ich gebe sehr gerne zu, ich habe die 287 Seiten Stellungnahme nicht gelesen, aber ich werde das mindestens punktuell nachholen, denn da sind, glaube ich, sehr interessante Themen adressiert, die auch über künstliche Intelligenz hinaus uns hier interessieren sollen und müssen. Nur als Beispiel die Mensch-Technik-Relationen im Allgemeinen, KI in der Medizin, KI in der Bildung. Und da hatten wir es heute Morgen sogar schon in einer Schülergruppe, dass da gezielt danach gefragt wurde. Eine sehr kluge Frage. Und, auch das ist schon genannt worden, öffentliche Kommunikation und Meinungsbildung und natürlich für uns am allerrelevantesten öffentliche Verwaltung. Und der Abgeordnete der Linken hat ja hier schon gleich versucht, eine Justizdystopie an die Wand zu malen. Also da sind wir ja nun wirklich noch Lichtjahre von entfernt, Gott sei Dank. Ja, aber um es auch noch mal deutlicher zu machen, wo da eigentlich der Hase im Pfeffer liegt. Bisher sind wir ja in der IT eigentlich deterministische Prozesse und Algorithmen gewohnt. Und das ist natürlich jetzt bei Systemen mit Eigenintelligenz schlichtweg anders. Wir können zum Teil gar nicht mehr nachvollziehen, wie ein System seine Entscheidung getroffen hat. Und deswegen können natürlich keine Entscheidungen, die für Menschen Auswirkungen aus der Verwaltung heraus haben werden, können auf gar keinen Fall auf dieser Basis getroffen werden. Aber ich muss Frau Ministerin Sinemus loben, dass sie mit dem Zentrum für verantwortungsbewusste Digitalisierung vernünftige digitale Ordnungspolitik betrieben hat und sich schon von vornherein eben auch den Chancen und Risiken der künstlichen Intelligenz gewidmet hat.
Die konkreten Ergebnisse von Hessian AI die lassen sich ja jetzt vor allen Dingen in dem ausgegebenen Geld bewerten. Also laut eines Presseberichts wurde sogar noch deutlich mehr Landesmittel investiert. Ich habe die Zahl 38 Millionen insgesamt für das Zentrum für Künstliche Intelligenz Hessian AI zu lesen bekommen. Und es gibt dazu noch ein Programm zur Förderung von Startups sowie KMUs, was insgesamt wohl mit 55 Millionen dotiert ist. Und davon sind ja auch schon 35 Millionen in 120 Projekte geflossen. So las ich es zumindest. Und da das Zentrum Green IT Cube ja auch schon seit 2016 mit weiteren EU-Mitteln gefördert wurde, dürfen wir wohl davon ausgehen, dass im Großen und Ganzen da etwa 100 Millionen Euro Steuerzahlergeld investiert wurden. Und da es sich ja teilweise um echte Grundlagenforschung handelt, wäre es jetzt auch in der Tat reichlich unfair, sofort nach vermarktungsfähigen Produkten zu fragen. Aber ja, das tue ich, Herr Felstehausen, denn wenn wir so viel Geld investieren, dann muss wenigstens bei einem Teil dieser Projekte auch Profitabilität am Ende stehen und letztlich auch eine Investitionsrendite für das Land als Ankerinvestor. Und betrachten wir die sonstigen Investitionsvehikel, die das Land Hessen ja so hat, ja, da müssen wir ja leider feststellen, dass oftmals Jahr für Jahr neu nachgeschossen werden muss aus dem Landeshaushalt. Und das halten wir in einer Zeit, wo wir uns einerseits so viel auf unsere Start-up- und Gründerszene einbilden, für einigermaßen schwer nachvollziehbar. Ich will aber betont positiv und optimistisch schließen. Künstliche Intelligenz bietet Chancen und Risiken. Ich denke, das haben wir hier alle durchgemacht. Das ist aber dasselbe wie bei jeder anderen disruptiven Technologie auch. Wichtig ist, das Thema aktiv zu adressieren. Politischer Attentismus wäre hier in der Tat fatal. Und als konstruktive Opposition bricht uns auch kein Zacken aus der Krone, wenn wir die Regierung auch mal loben, wenn aus unserer Sicht etwas ausnahmsweise mal gut funktioniert hat. Ich komme zum Schluss. Hier hat es gut funktioniert. Die Hessische Landesregierung hat frühzeitig Weichen gestellt. Jetzt auf der Höhe des Hypes steht das Innovationslabor zur Verfügung. Und ich gehe auch stark davon aus, dass das Geld gut investiert ist. Vielen Dank. Danke, Herr Lichert. Für Bündnis 90 Die Grünen spricht nun Frau Eisenhardt. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Digitalisierung braucht Rechenpower, ohne geht's nicht. Und künstliche Intelligenz braucht ganz besonders viel Rechenpower. Sie ist mit ihren großen Datenmengen besonders ressourcenhungrig. Und das Interesse an KI steigt. Die Bitkom hat erhoben, dass in diesem Jahr jedes zehnte Unternehmen in KI investieren will. Was braucht es dafür? Die Entwicklung und Nutzung von KI hat ganz besondere Anforderungen an Hochleistungsrechner. Anders als bei bisherigen IT-Anwendungen mit großen Datenmengen und damit einer hohen Rechenleistung liegen bei KI die Daten in der Regel unstrukturiert statt strukturiert vor. Deshalb braucht man eine komplett andere Hardware mit anderen Komponenten für Speicherung und Rechenleistung. Wer künstliche Intelligenz in Forschung und Wirtschaft also voranbringen will, braucht eine neue KI-spezifische Recheninfrastruktur. Mit dem KI-Innovationslabor von Hessian AI gibt es diese nun in Hessen. Und sie wird dringend benötigt. Ich habe gestern hier schon darüber gesprochen, was für eine internationale Strahlkraft Hessian AI hat, und wiederhole das gerne. Mit dem Zusammenschluss von 13 Hochschulen, 22 bestehenden und bereits besetzten Professuren und der Schaffung von 20 neuen Professuren, einem interdisziplinären und kooperativen Forschungsansatz, entsteht hier mit Hessian AI ein herausragendes Forschungscluster. Für seine Forschungsstärke braucht es eine entsprechende technische Infrastruktur, die das neue Innovationslabor nun bietet. Ohne die neue Recheninfrastruktur hätten die Hochschulen keine Chance, KI-ForscherInnen zu gewinnen und zu halten. Die Komponenten und Infrastruktur von Hessian AI haben aber nicht nur internationale Strahlkraft, sie haben auch einen ganz konkreten Nutzen für die Wirtschaft in unserer Region. Denn das KI-Innovationslabor von Hessian AI steht nicht nur der Wissenschaft, sondern auch AnwenderInnen zur Verfügung.
Alle erhalten Betreuung bei der Konzeption und Umsetzung von KI-Projekten und Zugang zur Infrastruktur. Dieses Angebot stärkt die Attraktivität Hessens als Standort für Start-ups. Ich möchte auf den Punkt von Herrn Felstehausen eingehen, weil ich ihn für sehr wichtig halte. KI Made in Hessen folgt ethischen Leitplanken. Dafür sorgen wir bereits mit CVEDI, aber auch mit dem AI Quality and Testing Hub. Dass man hier nichts tut, dass die Landesregierung hier nichts tut, das möchte ich deshalb zurückweisen. In Zeiten globaler Herausforderungen für die Energieversorgung ist es für Hessen besonders erfreulich, dass dieses wichtige Stück hessische Recheninfrastruktur im Green IT Cube angesiedelt wird. Auch das zeigt, dass wir KI mit gesellschaftlicher Verantwortung voranbringen. Auf dem Darmstädter Campus der GSI FAIR setzten Hochleistungsrechner weltweite Maßstäbe beim Energiesparen. Dank eines speziellen Kühlsystems ist er besonders energieeffizient und damit auch günstig. Dies ist möglich durch die Kühlung mit Wasser statt mit Luft. Bei herkömmlicher Kühlung wird für die Kühlung normalerweise 30 bis 100% der bereits für die Rechenleistung benötigte Energie gebraucht. Am Green IT Cube sind es weniger als 7%. Hier wird nicht nur energieeffizient gerechnet, sondern auch energieeffizientes Rechnen erforscht. Deshalb freue ich mich sehr, dass die GSI dem KI-Innovationslabor ein nachhaltiges Zuhause gegeben hat. Diese Kooperation beweist auch eines. Hessen hat ein starkes Forschungs- und Innovationsökosystem, das Synergien mit sich bringt. Und wir können das auch noch nachhaltig. Damit sind wir gut aufgestellt für die Zukunft. Vielen Dank. Danke, Frau Eisenhardt. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kaffenberger das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Anwesende, wir haben es schon öfter gehört heute. Am Montag eröffnet das KI-Innovationslabor des Hessischen Zentrums für Künstliche Intelligenz, Hessian AI, am Green IT Cube des GSI Helmholtz-Zentrums für Schwerionenforschung. Von hier aus noch einmal herzlichen Glückwunsch nach Darmstadt zu diesem neuen Shared-KI-Superrechner. Heute findet ja auch an der TU Darmstadt die feierliche Eröffnung des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz statt. Wir können leider nicht da sein, Frau Ministerin. Wir müssen ja hier noch miteinander ein bisschen debattieren, aber können uns das vielleicht bei anderer Gelegenheit noch einmal anschauen. Wir sind uns nämlich sicherlich alle einig, dass wir KI-Forschung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft und in der Wissenschaft fördern müssen. Und aus der Presseerklärung zur Eröffnung des Innovationslabors am Montag konnte ich bei der Digitalministerin lesen, Zitat, nachhaltige und modernste KI-Recheninfrastruktur ist eine Voraussetzung für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen. Das hört sich ja erst einmal gut an. Der Cube, die Kollegin Eisenhardt hat es gerade schon erwähnt, ist ja auch in Bezug auf seinen Energieverbrauch eine der nachhaltigsten Rechenzentrumsinfrastrukturen weltweit. Aber der Cube, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist eben nicht die Masse in Hessen. Und da erinnere ich gern an einen Namensbeitrag der Ministerin aus der FAZ vom letzten Dezember. Überschrift: Rechenzentren brauchen Dialog statt Überregulierung. Darunter stand geschrieben, Hessens Digitalministerin Christina Sinemus will Rechenzentrum nicht nur unter Energie- und Klimaaspekten betrachten. Sie versteht sie vor allem als Innovationstreiber. Ja, Innovationstreiber würde ich unterschreiben. Aber Frau Ministerin, ich kann Ihnen sagen, sich zur Anwältin der Rechenzentrumsindustrie alleine zu machen, das kann man machen, aber das ist keine nachhaltige Politik. Ich bin mir auch übrigens nicht ganz sicher, ob Ihr grüner Koalitionspartner das nicht ähnlich sieht. Ich will aber an dieser Stelle auf die Ideen der SPD in Bezug auf Nachhaltigkeit und Rechenzentrumsinfrastruktur verweisen. Wir haben gerade, ich glaube, es war gestern, über den Gesetzentwurf zum Transformationsfonds gesprochen. Kollege Eckert hat ihn vorgestellt, Gesetzentwurf zur gemeinsamen Bewältigung der Herausforderungen der Transformation für Wirtschaft und Arbeit in Hessen. Denn die KI braucht nun einmal viel Rechenleistung und damit auch viel Energie. Und weil dieser Bedarf weiter wachsen wird, dürfen wir uns vor dieser Herausforderung nicht verstecken. Aus unserem Transformationsfonds könnten nämlich andere Konzepte zur Reduzierung des Energieverbrauchs für Rechenzentren gefördert werden. Gleichzeitig steht da auch drin, Pläne zur Nutzung von Abwärme sollen zur Pflicht werden. Und wir verstehen
Rechenzentren nämlich nicht nur als Innovationstreiber im Bereich der künstlichen Intelligenz, sondern setzen auch auf einen ganzheitlichen Innovationsschub im Sinne der Nachhaltigkeit. Und wenn wir als SPD-Fraktion von Nachhaltigkeit sprechen, meinen wir natürlich nicht nur die ökologische Komponente. Nein, es geht immer auch um das Soziale. Und bisher haben wir auch zu den sozialen Aspekten erstaunlich wenig gehört. Ungewöhnlich fürs Digitalministerium, denn normalerweise geht es ja immer um die ganz großen ethischen Fragen und die großen Bilder. Bereits in der letzten Legislaturperiode hat sich ja eine Enquete-Kommission auch auf Bundesebene mit KI beschäftigt. Und in diesem 800 Seiten starken Abschlussbericht gibt es ja viel, was auch noch notwendig wäre, was da genannt wird. Wir brauchen anwendungsbezogene Forschung, gerade in betrieblichen Kontexten. Denn auch sozialwissenschaftliche Forschung, gerade für die Auswirkungen des KI-Einsatzes auf Beschäftigte, auf Arbeit, Qualifikationsbedarfe, das darf in diesem riesigen Transformationsprozess einfach nicht fehlen. Und da frage ich mich schon, wo bleiben hierzu die Förderprogramme des Landes? Mit den Mitteln des SPD-Transformationsfonds könnten Beschäftigte zum Erwerb neuer Qualifikationen. Es könnten aber auch Bildungs- und Qualifizierungsangebote von Unternehmen gefördert werden. Digitale Veränderungsprozesse wären förderfähig und noch einiges mehr, was wir für die digitale Transformation brauchen. Hinzu kommt auch die Notwendigkeit des Ausbaus von betrieblicher Mitbestimmung, weil wir brauchen Betriebs- und Personalräte. Wir müssen sie weiter qualifizieren. Denn nur wenn der Einsatz von KI-Systemen von Ihnen begleitet wird, schaffen wir es, dass alle Beschäftigten in Unternehmen sich mitgenommen fühlen und diese Prozesse tatsächlich auch akzeptieren. So schaffen wir es nämlich mit einer gelebten Sozialpartnerschaft, dass wir wirklich KI auch zu einem nachhaltigen Erfolg für Unternehmen machen. Also ja, KI-Gründungen sind wichtig, aber sie sind eben nur ein Teil von Wirtschafts- und Arbeitswelt der Zukunft. Wir brauchen Investitionen und Förderung in ökologische und soziale Nachhaltigkeit von KI. Die 10 Millionen von dem KI-Innovationslabor, 5,5 waren ja, glaube ich, auch von der Europäischen Union. Sie passen als Mosaikstein in eine solche Wirtschaft. Herr Kaffenberger. Ich komme zum Schluss. Sie passen als Mosaikstein in eine Wirtschafts- und Wissenschaftspolitik, die das macht. Ein großes Bild ergeben Sie nicht. Und zum Schluss, weil wir schon vorhin bei der TU Darmstadt waren, der scheidende Kanzler Manfred Effinger hat ja diese Woche sich mit den Worten verabschiedet: Mit dieser finanziellen Ausstattung kann man nicht in den Spitzenrängen mitspielen. Er meinte zwar damit die Bauvorhaben in Darmstadt an der TU, aber für Super- oder gar Quantencomputer geht es natürlich auch erst recht. Vielen Dank. Danke, Herr Kaffenberger. Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Sinemus. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, auch wenn jetzt alle vielleicht so in das kurz vor Mittagstief stehen, hoffe ich, dass ich Sie noch einmal ein Stückchen begeistern kann für unsere Aktuelle Stunde, nämlich Umsetzung der KI-Zukunftsagenda, Eröffnung des Innovation Labs. Mit der Umsetzung der KI-Zukunftsagenda als wesentlicher Fokus unserer Roadmap 2030 Digitales Hessen, wo Zukunft zu Hause ist, kommen wir der Vision Silicon Valley Europas einen wesentlichen Schritt näher. Die Umsetzung der KI-Zukunftsagenda beinhaltet nämlich 5 Bausteine. Und diese 5 Bausteine in der Chronologie möchte ich Ihnen einfach noch einmal in Erinnerung rufen. Nämlich 2019 haben wir CVD, das interdisziplinäre Forschungsinstitut, mit dem Ziel auf den Weg gebracht, verantwortungsbewusst zu digitalisieren in Forschung und Anwendung. 2020 haben wir dann 38 Millionen Wirtschaft, Wissenschaft und Digitales in die Gründung von Hessian AI gesteckt, ein ressortübergreifendes Forschungsinstitut, was schon heute mit über 30 Professoren international sich positioniert hat als herausragendes Forschungsinstitut. Drittens, unser Förderprogramm DISTRAL investiert mit über 33 Millionen schon jetzt in 120 Projekte von Start-ups und KMUs, um den Nutzen der KI und Digitalisierung in die Praxis zu tragen, beispielsweise in Form eines laufenden Rollstuhls oder auch in Form von KI-optimierter à la Wurst aus Nordhessen. Ja, auch das geht.
Viertens. Im Februar dieses Jahres haben wir gemeinsam mit dem VDE, dem Verband der deutschen Ingenieure, das erste europäische Reallabor gegründet. Dieses hat genau das Ziel, AI, Quality und Testing Hub zu sein, nämlich qualitative KI-Produkte wertebasiert zu entwickeln und langfristig zu zertifizieren. Das brauchen wir in Europa, um wettbewerbsfähig zu sein. Und schließlich, und das ist der fünfte Baustein, und damit haben wir unsere KI-Zukunftsagenda umgesetzt, das KI Innovation Lab, das diese Woche eröffnet worden ist. Und dieser Baustein ist der, der helfen wird, Wegbereiter von KI Made in Hessen zu sein. Und was heißt das, diese Marke, dieser Kern? Verantwortungsvoll und vertrauenswürdige KI-Produkte zu entwickeln, an unserem Standort und ihn im internationalen Wettbewerb zukunftssicher aufzustellen, Arbeitsplätze zu sichern, neue zu schaffen und ein KI-Ökosystem zu entwickeln, was den Menschen nutzt und zugleich europäischer Leuchtturm ist. Meine Damen, ja, komm mal ruhig klatschen. Meine Damen und Herren, KI kann man nicht auf dem Papier erforschen, sondern nur mit moderner Recheninfrastruktur. Dafür haben wir im Digitalministerium 10 Millionen € in Infrastruktur investiert, die in der Lage ist, neuronale Netze zu simulieren, heißt, an 38 Rechenknoten gleichzeitig Daten zu analysieren und Produkte zu simulieren. Und wir haben damit die größte nicht kommerzielle Recheninfrastruktur in Deutschland erweitert. KMUs und Start-ups soll die Möglichkeit eröffnet werden, kostengünstig ihre KI-Produkte zu testen und weiterzuentwickeln. KI bringt Vorteile. Digitalisierung soll den Menschen nutzen, nicht umgekehrt. Und genau das wird quotiert von den Unternehmen. So sagt das Start-up Wincopter, dass durch diese Innovation Lab Sie die Möglichkeit haben, KI so zu nutzen, dass Ihre Medikamenten oder Blutkonserven sicher die Route via Drohne zum Kunden finden. Das Familienunternehmen Döhler kann jetzt ihre Rezepturen für neue Lebensmittelzusatzstoffe schnell und kundenorientiert entwickeln und sicher. Bianco Robotics kann im Handwerk mithilfe von KI schnell Holzdefekte im Produktionsprozess von Platten erkennen. Und das Startup Proteinier kann in komplexen Datensätzen neue Proteine für mRNA-Wirkstoffe finden, womit individuelle Medikamente made in Hessen entstehen. Letzteres Startup im Übrigen ist aus dem Silicon Valley nach Hessen gekommen, weil, so der Gründer, die Bedingungen hier besonders gut sind. Wir wollen Sie, mehr. Muss Sie denken an die Redezeit. Ja, ich denke daran, ich komme zum Ende. Wir wollen mehr dieser Unternehmen zu uns holen, um unser Silicon Valley zu entwickeln. Vertrauensvolle KI, einen Schritt zur digitalen Souveränität Europas. Wir wollen wettbewerbsfähig bleiben und unsere Produkte auf unserer Recheninfrastruktur entwickeln und nicht auf der von Google und Amazon. KI ist das Fernrohr des 21. Jahrhunderts, an deren Gestaltung wir uns aktiv beteiligen wollen. Für und mit den Menschen, digitales Hessen, wo Zukunft zu Hause ist. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Wir sind am Ende dieser Aktuellen Stunde angelangt.